Tagebuch würde ich mir jetzt immer erstmal gucken. Wir haben schon 32 Seiten. Wir fangen jetzt an mit der Vorlesung, wenn es das Spiel erlaubt. Okay. 10. Juli 2013. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Brief. Obwohl ich noch nie auf einem war, wen kümmert's? Ich kann an die Blackwell Academy. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde. Immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt. Aber als die Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde Verzeihung, Dank fürs Spielen drinstehen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte wohl den letzten Moment seliger Ungewissheit auskosten. Dann sah ich das erste Wort, Gratulation, und schrie. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind so komisch, aber sie sind glücklich und müssen mich finanziell in Blackwell nicht unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten. Und wenn ich es richtig anstelle, einen neuen Laptop. Oh, und ich muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Academy. 18. August 2013. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nahe an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus. In einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für sie gemacht. Wann immer wir Pirat spielen, war Seattle diese ferne, sagenumwobene Insel voller Städte und Abenteuer, nach denen wir suchten, mit Coffeeshops. Aber Seattle war kein Märchen, ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren. Ein Traum. Und die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in der Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern oder Jungs. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Arcadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer heraus, nach der ich gesucht habe. 25. August 2013. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen meine T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen und in Second-Hand-Laden eine komplett neue Garderobe fürs neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir können uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Oder mir einen süßen Austauschkünstler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun, außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen, das macht mir Angst. Aber ich bin auch aufgeregt. Und dann ist mir nicht mehr nach meinem Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. 2. September 2013. Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer vom
erst vor dem ersten Schultag in Blackwell. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber mein ist verteilt. Ich will hier nicht weg. Ich will dekorieren. Ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's? Ich kann aber schon sehen, wer cool und wer nicht cool ist. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Zettel gefunden habe. Und jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. 3. September 2013. Blackwell ist scheiße. Ich hatte vor, nichts so früh rumzuheulen, aber verdammt, der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich dusse, wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keinen Namen und Gesichter merken. Am Hängen geblieben sind Kate Brooke, Taylor, Alicia. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwirrt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Wirk. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. VMAX. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist heute doch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Es gibt noch mehr zu erzählen, doch ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. 4. September. Hab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße. Gibt uns doch einen Tag zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen Freund gefunden. Sein Name ist Bowen. Graham. Und er ist ein echter Geek, düster und witzig. Er ist ein besserer Wisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein und ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. Dieses eine Fach ist die ganzen sozialen Störungen wert. September 15. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon. Noch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert. Also tut Nathan, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden, aber er und Victoria gehören zu diesem doofen, elitären Vortex-Club, der tolle Feste schmeißt, also kommen sie damit durch.
Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in einer meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Es macht sie viel hübscher als Miststücke wie Victoria. Die glauben, dein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. 23. September. Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem Faulenzen Bilder zu schießen. Apropos Bilder. Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen. Und natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben. Ja. 30. September. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten, als ob es mich jucken würde oder ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es im Warren. Wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an, anders als einige andere hier. Aber ich versuche mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? 1. Oktober. Oktober, mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß. Dank globaler Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir The Oktober Country von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hatte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in Kleinstädten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex-Club mit dem Stromschirm. Lieber sauf ich ab. Du bist so witzig, Max. Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Akademie völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagten, du hast alle Zeit der Welt. This does not exist. Okay. 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zu steuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen, wäre fast vom Stuhl gefallen. Hatte mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Es ist so cool und er ist so cool und ich will, dass ich Erfolg habe. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum.
Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin herein. Und sie stritt über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan, wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg! Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet. Und das Problem bin ich. Ich war so froh, als Director Wells einschritt und David wegscheuchte. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Director Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößte Wichtigtuer Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Not all those wonder lost. Ein sehr schönes Zitat aus Herr der Ringe, soweit ich weiß. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Alles fühlt sich gerade so surreal an. Ich kann mit niemandem darüber reden, mit einer Person vielleicht, aber ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Ich könnte mich Rowan anvertrauen. Er ist schlau und wissenschaftlich. Vielleicht hat er eine Erklärung, keine Ahnung, was für eine. Bis ich es durchschaue, halte ich es besser geheim und konzentriere mich auf die Schule. Warum möchte seinen USB-Stick zurückhaben? Dabei konnte ich mir die ganzen coolen Serien und Filme noch gar nicht angucken. Ich habe ein paar Episoden Doctor Who und Akte X gesehen. Alles von Full Metal Alchemist sowie Faster Pussycat. Kill. Klass Amazon in Schwarz-Weiß. Tetsuo voll der Cyberpunk-Trip in unglaublichen Bildern. Und Scott Pilgrim zum circa 1000. Mal. Ich habe vermisst ein Foto von Poster von Rachel Ambers gesehen. Ein hübsches Blackwell. Schülerin, die verschwunden ist. Es ist traurig, ihr lächelndes Gesicht zu sehen und an all die schrecklichen Dinge zu denken, die passieren können. Wenn ich 6 Monate zurück könnte, würde ich sofort tun. Ich musste zurück ins Wohnheim, um Warrens USB-Stick zu holen. Victoria und ihre Vortex-Weiber blockieren den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir.
wie in einem Film über die Highschool. Einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich fick dich und dein Selfie gesagt. Es war lustig, warum muss sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeiten einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich will diese Kraft nicht für trivialen Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie ja austesten. Meanwhile. Victoria, so alleine auf den Stufen und voller Farbe zu sehen, war beschissen. Sie wirkte nicht wie die Königin Black Rose, sondern wie ein einsames Mädchen. Genauso verwirrt wie ich. Ich musste herausfinden, ob es ihr gut ging. Sie war nett und entschuldigte sich. Löschte sogar mein Foto von ihrem Handy. Es gibt also noch Hoffnung. Noch mehr Drama. Juliet ließ Dana nicht aus ihrem Zimmer, weil sie dachte, Zachary würde Dana sexten. So dumm ich hatte es so satt, musste aber eingreifen, weil Dana sich Warrens USB-Stick ausgeliehen hatte. Juliet erzählte mir, Victoria hätte sie über Zack und Dana informiert. Also war klar, dass Victoria mit allen spielte. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand auf Victorias Laptop den Beweis, dass sie lügt, wie gedruckt, um für Drama zu sorgen. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, als ich Victorias Zimmer und Laptop durchsuchte. Nachdem ich Juliet den Beweis für Victorias Lügen geliefert hatte, sammelte ich Warrens USB-Stick ein. Dana war merkwürdig drauf, aber wir lästerten über Victoria und ich denke, sie fühlte sich danach besser. Wir sprachen über Bauen und Dana deutete an, er mag mich, Git. Ich muss die Zeitreise verstehen, ich will diese Kraft nicht verschwenden, aber es muss einen Grund geben, dass sie mir verliehen wurde. Also lerne ich besser, sie richtig einzusetzen. Ich hätte sie für etwas Simples wie Alicia vor einem Football zu warnen, benutzen können. Wie wählerisch sollte ich die Kraft einsetzen? Ich sah auch, wie David Madsen Kate Marsh belästigte. Ich konnte nicht alles hören, aber er beschuldigte sie wegen etwas. Der kann nichts außer Leute bezichtigen. Ich war so sauer, dass ich eingriff. Er ist ein Wachmann, nicht von der Stasi. Er war ein Arsch, wie immer. Aber ich fühle mich gut und Cage ging sehr dankbar, dass jemand hinter ihr stand. Und das habe ich geschafft, ohne die Zeit zurückzudrehen. Der Tag wird immer merkwürdiger. Ich kann nicht glauben, was ich hier schreibe. Ich kann nicht mal bauen, sein USB-Stick geben, ohne Probleme zu bekommen. In diesem Fall hatte es seine guten und schlechten Seiten, wie das Yin und Yang des Lebens. Als ich Warren auf dem Parkplatz traf und sein neues Auto bewunderte, tauchte Nathan Prescott auf und drehte wieder durch. Er rückte mir auf die Pelle und beschuldigte mich wegen irgendeiner Sache, obwohl ich Angst hatte, weil ich weiß, was er dem Mädchen im Klo angetan hatte, war ich wütend. Dann fuhr das Mädchen vom Klo in einen Pickup vor. Mein ehemals bester Freund, Chloe Price. Unsere Blicke sagten, was zum Teufel. Dann saß ich in ihrem Truck, während Rowan seine Männlichkeit bewies, indem er versuchte, mir Nathan vom Hals zu halten. Ich schulde ihm was. Der Schock, Chloe das erste Mal in 5 Jahren zu sehen, hat mich gelähmt. Besonders nachdem ich feststellte, dass Nathan sie fast vor meinen Augen getötet hatte. Jetzt taucht Chloe aus heiterem Himmel auf und rettet mich. Von dem ganzen bizarren und unerklärlichen Scheiß von heute steht in Chloes Auto zu sitzen, Musik zu hören und ihre Wackelkopffigur auf dem Amateur anzusehen, ganz oben auf der Liste.
Ich versuchte zu verstehen, dass Chloe und ich beste Freunde waren, die sich nicht mehr kannten. Sie hatte blaue Haare, Piercings, coole Stiefel und ich sah aus wie ein Trottel. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und von ihr kam kein Friedensangebot. Wir waren zwei Fremde, wenigstens konnte ich durchatmen, feststellen, dass meine Kamera den Kampf zwischen Warren und Nathan nicht überlebt hatte. Es war mir egal, bei all dem, was los war, aber zusammen mit allem, was vor sich ging, war es ätzend. Nach 5 Jahren, das erste Mal in Chloes altem Haus zu sein, war wie die ultimative Zeitreise. Manches war offensichtlich anders, manches unverändert. Das Haus roch noch genauso wie damals. Chloes Zimmer war wie eine Explosion ihrer erwachsenen Persönlichkeit. Cool und chaotisch. Ich konnte sehen, dass sie sauer war. Sie wollte kiffen und chillen. Also erkundete ich ihr Zimmer, um zu sehen, worauf sie heute so steht.